Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Wir sind hier nun in Pause City. So, direkt ist ja ein Level neben uns. Das ist der Kampf gegen General Grievous, glaube ich. Ja, sowas von unzivilisiert. 3 Körpersteine fehlen, 4 Minikits, 2 Herausforderungen und einmal wahrer Jedi. Machen wir jetzt direkt am Anfang, weil das ein schnelles und leichtes Level ist. Glaube ich, zumindest habe ich es so in Erinnerung. Seid gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gerne als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Warum kann ich das nicht überspringen? Auf der 10. Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Bitte um Verstärkung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Armee der Republik uns hier entdeckt hat. Ich entsende euch in das Musterfahrsystem im Alterring. Ist gleich vorbei. Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi! Ihr seid am Zug. So, und da können wir uns bewegen. Hier fehlen, hier sehe ich hier. So, als erstes Herausforderung. Sowas von unzivilisiert. Eins haben wir. Okay, kaufen wir. Überrascht General Grievous, während er oben wartet, indem du ihn auf kopfgeldjäger Art angreifst. Was ist denn kopfgeldjäger Art? Besiegt mit einem Blaster 2 Magnawachen. Das klingt machbar. Während er oben wartet. Wo genau oben? So, wir bringen ihn jetzt erstmal nach oben, damit wir uns hier unten besser bewegen können. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo oben ist. Er geht ja öfter mal nach oben. Doch. Oft weiter nach oben. Also es gibt ja mehrere Orte oben, wo er hingeht. Das glaube ich kaum. So, dort wartet er nun oben. Es scheint, er hat Verstärkung. Verstanden. Erstmal werden wir hier runtergehen. Hier genau unter uns stirbt man, glaube ich. Ja, das stirbt man. Ich wollte es austesten. So unzivilisiert. So unzivilisiert. So, dann lösen wir das hier einmal ganz schnell. Das war einfach. Mit den Verbesserungen. Oh, das. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Aber ein Klon nennt sich das. Und reite damit weg. Oberfeld, Kopfgeldjäger, Jetfight-Pilot, zufällig. Okay, keine Ahnung, warum ich zu Boba Fett gewechselt habe. Wir müssen ja eh ein Lichtschwert oder die Macht nutzen. Das ist eine Aufgabe für den Senat. Und hier Minikit. Nummer 3 von 5. Wann kommen die Magnawachen? Ups, hier wollte ich nicht runter, nicht nochmal. So, die anderen beiden Minikits sehen sie einfach aus. Kann auf mich aufpassen. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku. Kann er das hier? Ja, kann er. Ach, muss man auch machen. So, gut übersprungen.
Ach so. Ja, hätten wir auch erbleiben können. So, was nun? Ach, hier kommt noch einer. Ach, Minikit. Okay. Gut. 4 von 5. Was ist Kopfgeldjägerart? Okay, hier kommt man aber immerhin schon mal da hoch. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Dafür brauchen wir einmal ihn hier. Ach, das können wir mittlerweile ja auch überspringen. Das ist eine Aufgabe für den Senat. Dann beim Klettern wir einmal hoch und werden zerquetscht. Da wollen nicht reden. Ich fange an zu reden und klatsch. So, schnell weiter. Nicht mal die dunkle Seite der Macht kann mir helfen. Wir warten und jetzt. So, und da sind wir oben angekommen. Und da haben wir auch schon das letzte Minikit. Und das interessiert ihn nicht. Vielleicht das hier? Nein. So, da bekommen wir erstmal den Vulture Droid Mikro. Und mittlerweile weiß ich auch, wie das da oben geht. So, also wie man jetzt... Wie heißt das? Wie man ihn jetzt angreift mit auf Kopfgeldjägerart. Und zwar, wir müssen... Zeige ich gleich. Also erstmal... Dort wo ist denn das jetzt? Andere Seite, glaube ich. Ach, hier kann ich mich nicht drehen währenddessen. Dort... Ja, so, toll. Irgendwo anders, hinter uns. Wir werden es gleich sehen. Ihr müsst es erstmal gleich wieder erneut nach oben. Ja, dort oben, das Goldene. Sollte man gesehen haben. Dort müssen wir hoch. Das ist der Kopfgeldjägerweg. Dort oben. Also den muss man nehmen. Den muss man nehmen für die Herausforderung. Die Magna machen kommen dann am Ende. So. Das ist schön. Na, wo geht er nun nach oben? Also ja, geht jetzt dort nach oben. Aber geht jetzt dort schon hin, wo wir hin müssen gleich? Ich glaube ja. Okay. Dann hier weiter hoch. Und dann Grievous. Ja, geh weiter. Du musst noch weiter hoch. So, nun ist er dort oben. Aber ich bin da. Ach, warum ist er erst noch da ganz unten? Weg mit dir, Droide. Wir nehmen jetzt kurz ihn hier. Keine Ahnung, warum wir das machen. Bus. Ja, okay, deswegen. Weil der Kopfgeldjäger nicht da ist, den wir brauchen. Wo ist der?
Warum sind diese beiden noch da? Die brauchen wir nicht. Kopfgeldjäger. Können wir auch nochmal kurz wechseln zu Jango Fett. Und jetzt haben wir noch einen Charakter dabei. Toll. Irgendwie verstehe ich wahrscheinlich noch nicht so ganz, wie man das da alles macht. Also wie man da die Charaktere austauscht, statt immer neue hinzuzufügen. Immerhin gibt es hier in Utapau nur ein Level. In Utapau City. So, jetzt macht er das. Und dann können wir jetzt natürlich da einfach rübergehen. Aber wir, mit der Herausforderung müssen wir woanders lang. Also ich glaube, hier oben muss man jetzt nicht zwingend lang. Aber das ist der schnellere Weg. Deswegen nutzen wir den mal. Da kannst du nicht mehr schießen. Ah doch. So. 1 Million Stats haben wir, nicht wirklich viel. Und hier dann hoch. Und dann ist die Herausforderung gleich geschafft. So, 2. Dann müssen wir zu jemand anderem wechseln. Damit wir das hier machen können. Und er ist wieder unten. Und dann müssen wir jetzt nochmal dieses Schild von ihm wegmachen und danach kommen gleich die Magna machen. Ich sehe nichts. Oh, wir waren jetzt noch hier oben. Oh, er greift direkt an. Damit auch nichts so. Ja. Wir nehmen einen schwachen Charakter. Damit Palpatine nicht gleich die Magna-Wachen zerquetscht oder irgendwas mit dem macht. Wechseln wir lieber vorher den Charakter. Und dann nehmen wir einen mit einem Blaster. Ach so, stimmt, das muss man ja noch machen. Habe ich vergessen. So, da fliegt er wieder und zerstört alles. Aber da, nach oben müssen wir ihn nicht hinfolgen. Nur noch die beiden hier mit dem Blaster. Nein, nicht die, nicht die. So, Nummer 1. Und Nummer 2 gleich. Okay. Der hält ein bisschen mehr aus. Okay, da haben wir nun alles geschafft und Level abgeschlossen und wir können es beenden. Sowas von unzivilisiert. Hier haben wir alle. Hier haben wir das Minikit, den Vulture, Druiden. Mikro natürlich. So. Geht da gerade ein. Nein, okay, ja, das ist abgeschlossen. Datenkarten würde ich gerne einmal gucken, wie viel das noch. 48 Millionen. Okay. Wir gucken mal wann anders nochmal durch. Wobei, was ist das da alles? Andere Gegenstände. Ach, da wird das. Okay, das wird alles nur erklärt hier. Ach, das ist alles Hilfe. Ja, okay, alles ist Hilfe. Werden wir dann irgendwann anders nochmal so durchgehen. Jetzt würde ich aber gerne mal den Charakter nochmal wechseln.
So, nur noch dieser Charakter fehlt. Also, von Palpatine. Du da, hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis, dem Weisen, gehört? Aber jetzt werden wir eh erstmal kurz wieder zu Boba Fett. Nee, wenn nicht. Jetpack-Pilot, Zustell hinter. Jango Fett haben wir eben gekauft und wollen wir den natürlich auch nutzen. Ihr habt ihn gefunden. Und hier oben ist ja dieser Kabelstein, den wir damals nicht geholt haben. Skelettern. Okay, das kam gerade irgendwie sehr verspätet. Nein, nicht darunter. Wo willst du denn hin? Ach, dort unten ist auch noch was. Ja gut, dort unten ist ein Hebel. Ziehen wir dann mal dran. Oh. Da müssen ein paar mehr Hebel gezogen werden. Einen Moment. Mit denen hier können wir das aus weiterer Entfernung machen. Oh, nicht drunter fallen. Weiter, schneller. iPhone 4, da fehlt einer. Ja, da fehlt einer. Irgendwo auf der rechten Seite. Aber von da kommen wir, da kann doch gar nichts mehr sein. Ach, ja gut, weiter oben. Wir sind ja direkt von oben runter gesprungen, das war sehr knapp. Okay, aber Zeit haben wir reichlich. Ah, hier unten? Ah, nein. Egal. Nicht so schlimm. War, glaube ich, sogar relativ gut. Hat ein paar Sekunden gespart. Oder ein paar Millisekunden zumindest. Und wir können runter. Ein Raumschiff bekommen wir dort. Da sind wir falsch. Ach, da sind wir schon unten. Ich habe keine Ahnung, warum ich da bei der Charakterauswahl immer nach links gehe. Obwohl der Charakter ja nur ein paar rechts ist. Klippengleiter. General Grievous Solus One. Haben wir nun bekommen. Na, wie springen wir denn hier drauf rum? So gehört das nicht. Ja, schreit, wie ihr wollt. So, da müssen wir irgendwie reinkommen. Es sieht nicht so aus, als ob man das einfach zerstören kann. Irgendwo ist da ein Hebel oder so dafür. Was bist du denn? Eine Aufgabe für den Senat. Okay, das muss man irgendwo ransetzen. Hier vorne zum Beispiel. Und wo führt uns das hin? Achso, wir hätten umdrehen müssen. Ach ja, natürlich müssen wir das. Muss das erstmal alles weg. Und dann machen wir das nicht nochmal, dann ziehen wir uns da jetzt einfach hoch. Geht schneller. Da fehlt aber noch was. Nicht mal für Geld. So, hat gedauert. Nein, nein. Das. Kannst du mal den Androiden in Ruhe lassen? Ja, toll. Jetzt haben wir zwei Teile von dem. Nein, was machst du denn? Stopp! Okay. Ah, hier oben ist ein Kaiverstein. Am Abhang abhängen. Ah, nein! Und so schnell ist man wieder unten. Ja, ich komme dann. Ach, toll. Dann nochmal. Die fallen hier immer weiter runter. So, da haben wir diesen Kabelstein.
zu werden. Treff genau in Utapau. Und hier, obwohl, wir können uns ja mal willkommen in Utapau holen. Das müsste hier unter der Landefläche sein. Ja. Ganz einfacher Kalberstein. Städtisches Schwingen. Vielleicht haben wir auch willkommen schon. Ach, jetzt sind wir hier unten. Es werden immer mehr Druiden. Jetzt sammeln wir scheinbar Druiden. So wie dieser eine Typ auf Tatooine, glaube ich, war. Nee, auf Bespin. Nee, wo war das? War das Geonosis? Nee, das war nicht Geonosis. Nee, das war Coruscant. Glaube ich. Na gut, dann gehen wir vorne weiter. Dann müssen wir das einfach nur zerstören und dann können wir da raus. 10 Stück müssen wir davon. Okay. Das erklärt, warum hier so viel angezeigt wird. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Letzten Sekunden für 4 Schalter. Ja. Und dann hat der eine gerade nicht so gut funktioniert. Okay, geschafft. Und dieser Kalberstein ist befreit. Wo ist der? Ach, da unten. Schalter ohne Pause. Dann gucken wir hinten nochmal um die Ecke. Ja, dieses Mal hält er sich plötzlich nicht mehr fest. Nein, nicht. Okay, ich glaube, obwohl hätten wir, haben wir den. Ja, doch, den hätten wir, glaube ich, lieber benutzt. Aha. Was ist das? Das ist ja auch unten bei. Das ist ja auch unten bei der anderen Tür. Ah. Okay, dort oben ist das immerhin. Das wird nichts, dann halt Boba Fett. Jango Fett. Keine Ahnung, warum wir nicht zu ihm wechseln die ganze Zeit. Verstehe ich selber nicht. Gut, aber ich denke mal, zu viel Laub im Bau. Das denke ich nicht, aber ich denke mal, dass ich jetzt hier auch erstmal den Part dann beenden werde. Und dann bis zum nächsten Mal.